Hallo ihr Lieben, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, denn ich möchte heute wieder mit euch basteln und die tollen Neuheiten von dieser Woche verwenden. Denn unter anderem habe ich ein bisschen koloriert und dieses tolle Mäuschen möchte ich heute noch verbasteln. Das ist aus dem neuen Stempelset Designline Gute Besserung Mäuschen. Die habt ihr auch noch ganz tolle andere ja, Motive, und ich möchte heute noch das Gute Besserung hier verwenden, denn ich habe noch mal eine Idee im Kopf, wie ich eine von diesen coolen Metalldosen aufhübschen möchte. Denn mir ist aufgefallen, da passt nicht nur perfekt Schokolade rein, sondern auch das, was wir Bastler ja super gerne auch mal verschenken, ist hier diese Seelenwärmer. Unbezahlte Werbung, ne? Also ich habe keine Kooperation mit Dr. Oetker, muss man ja mittlerweile dazu sagen. Und ja, deswegen fand ich das ganz passend, das heute noch mal etwas aufzuhübschen. Dafür habe ich mir auch ein bisschen was vorbereitet schon. Unter anderem habe ich mir hier so einen Holzlöffel geschnappt. Den werden wir uns nämlich gleich bestempeln. Solche Holzlöffel gibt es zum Beispiel bei Action. Also da habe ich mir das auch gekauft. Und das kann man sehr, sehr gut bestempeln. Und das machen wir auch gleich. Dann habe ich mir schon mal eine Art Aufleger für die Metalldose zurechtgeschnitten. Wenn ihr jetzt so eine Dose nicht habt, dann nehmt halt das, was ihr zur Hand habt. Ihr könnt ja zum Beispiel auch diese Pappbecher benutzen. Das hatte ich ja auch im Freitag gezeigt. Da habe ich ja noch eine andere Inspiration. Und könnt es dann genauso anwenden. Aber ich nehme hier heute das Metalldöschen, weil ich einfach das total genial finde, dass dieser Seelenwärmer da reinpasst. Und da habe ich auch das neue Designpapier schon verwendet. Das ist hier das Herbststräußchen. Das sieht auf der Rückseite so aus. Auch ganz toll. Aber da ich mir aus dem anderen neuen Designpapier, nämlich aus diesem hier, Herbstblüten, schon ganz viel ausgeschnibbelt habe, und da ist ja die Rückseite auch so, dass da diese tollen Blümchen mit dabei sind, werden wir heute die gestreifte Seite nehmen. Hier habe ich schon, wie gesagt, aus dem Papier super viel ausgeschnibbelt, die ganzen Kürbisse und Blümchen soweit, passend so zu dem Mäuschen. Dann habe ich mir hier schon ein bisschen was ausgestanzt an Grünzeug, und zwar aus diesem tollen Set. Winterbärenliebe, das gibt es ja auch relativ neu im Shop. Und da habe ich ja einfach mal ein bisschen was ausgestanzt. Mal schauen, wie viel wir davon verwenden werden. Dann habe ich mir weitere Aufleger zurechtgestanzt. Einmal diesen hier. Das ist diese Stanze hier von Annika Flipper Art. Das nennt sich Annis Quadratanhänger. Und das Schöne ist, dass die hier so eine gepunktete Linie mit drauf haben, finde ich sehr, sehr schön. Das gepunktete Sprachfehler wieder. Das gepunktete Papier ist aus einem Block von Action, aus Weihnachtsblock war das, glaube ich. Fand ich sehr, sehr schön. Ganz kleine Punkte. Ja, und ich finde, das passt ganz gut farblich. Deswegen das noch, und dann noch mal ein Aufleger, weil ich möchte mir auch wieder einen Spruch hier drauf stempeln, wenn das nachher gut passt. In Weiß. Genau. Und wir können eigentlich jetzt schon mal anfangen. Ich versuche das hier mal ein bisschen zur Seite zu legen, meine Häufchen hier. Als allererstes möchte ich nämlich gerne den Löffel bestempeln. Und dafür nehme ich mir einmal hier das Set. Und ich nehme zum Bestempeln von den Löffeln hier immer das Versafine Pigment Ink, weil das blutet nicht so dolle aus. Das ist nämlich ganz von Vorteil. Passt das hier? Ja. Dann nehme ich hier meinen neuen Acrylblock, der nämlich eine richtig gute Größe hat für solche Schriften. Einmal hier hinlegen und drauf. Einigermaßen gerade. Gucken, dass die Farbe gut benetzt ist. So, und jetzt muss ich den Löffel leider etwas zu mir herholen. Ich glaube, ihr könnt es aber trotzdem noch sehen. Und dann stempel ich mir das möglichst gerade. Ich sehe es nur ehrlich gesagt gerade nicht. Einmal hier drauf. Zack. Ja, relativ gerade, würde ich sagen. Geht auf jeden Fall. Und dann habt ihr nämlich hier
einmal dieses tolle Gute Besserung drauf gestempelt. Und das ist ja auch so eine richtig schöne Schrift. Ich glaube, das ist Violas Handschrift tatsächlich. Und ja, das kann man dann ein bisschen trocknen lassen. Deswegen habe ich das als erstes gemacht. Und dann können wir schon anfangen mit unserer Metalldose hier, uns das hier schon mal festzukleben, denn das wird auf jeden Fall festgeklebt. Und bei dem anderen werden wir uns das so ein bisschen jetzt ja, schichten. Also erstmal Kleber. Ich finde das auch wirklich sehr, sehr schön zum Verschenken. Also ich muss mir irgendwie so Metalldosen noch mal besorgen. Muss ich noch mal schauen, wo man die kriegen kann. Da, bei Amazon habe ich schon geschaut, da habe ich sie nämlich leider nicht gefunden. Aber vielleicht habe ich auch nicht den richtigen Suchbegriff eingegeben, weil unter Geschenkdose Metall kommt irgendwie vieles, aber nicht das. Aber ich finde die toll. So. Festdrücken. Gerade ist. Ja, ist gerade. Okay. So, dann wäre der nächste Step schon mal den Löffel hier aufzubringen. Und den klebe ich mir ganz einfach nur mit so einem 3D-Pad fest, damit man den auch hinterher wieder runter bekommt. Einmal hier. Weiß noch nicht, ob einer reicht, ein Pad. Oh, das soll ja auch jetzt nicht so ultra dolle festkleben. Und dann würde ich das hier einfach hier unten festkleben. Genau, wenn ihr nur ein Pad nehmt, dann passt das auch. Na, dann kriegt man das wieder runter. Und den Aufleger, den wollte ich nämlich dann hier so ein bisschen versetzt. Auch mit 3D-Pads, aber das werde ich mir jetzt aufdoppeln müssen, anbringen. Das heißt, hier wollte ich es jetzt so rum? Nee, eigentlich wollte ich es so rum. So, das heißt in der Ecke, eigentlich in den ganzen Ecken können wir uns mal mit den 3D-Pads das aufdoppeln. Damit der Löffel da drunter passt. Festkleben. Oh, was ist denn heute los? Die Trägerfolie geht gleich direkt ab. Ich möchte es aber erst noch anlegen, deswegen einmal hier so. Ah, seht ihr, das reicht noch gar nicht. Ich muss, weil man soll ja das Gute Besserung lesen, muss ich sogar drei Pads nehmen. Sonst passt das nicht so gut da drüber. Weil der Löffel natürlich vorne ein bisschen höher ist. Das ist ein richtig, richtig hoher Turm hier. Aber wir tun uns ja dann auch noch ein bisschen was drunter schieben. Also ich denke, das wird man am Ende nicht so dolle wahrnehmen. Moment, erst die Trägerfolie noch mal drauf, damit ich es noch mal gucken kann. Das ist schon ordentlich hoch jetzt mit den Pads hier. Ja, aber jetzt passt's. Genau. So klebe ich das einmal fester. Ja, das passt. Auch da muss ich das einmal kurz ein bisschen zu mir herholen. So. Das sieht ganz gut aus. Okay. Dann sieht man hier das Gute Besserung auch gut. Und den Löffel kann man theoretisch, macht wahrscheinlich eh keiner, aber könnte man dann einfach rausziehen. Okay, dann habe ich hier
den Aufleger. Jetzt muss ich mal schauen, weil gucken wollte, wie ich dann hier so die Sachen arrangiere. Also das Mäuschen möchte ich eigentlich gerne hier so hinsetzen. Auf die Kante. Ich finde, das passt ganz gut. Und dann habe ich ja hier sämtliches Gestrüpp. Und da wollte ich jetzt mal schauen, wie ich das so arrangiere. Deswegen ist auch ganz gut, wenn ich nur wenn ich nur einen Pad drunter geklebt habe bei dem Löffel, dann kann man das nämlich so schön drunter schieben alles. Dann würde ich sagen, kann hier noch auf jeden Fall einer drunter. Na, da muss ich jetzt schon aufpassen, weil da sitzt nämlich jetzt das Pad, aber ansonsten könnte ich den Kürbis auch unten ja noch abschneiden. So sieht das ganz cool aus. Und dann habe ich hier noch ein paar von den Stanzteilen. Da brauche ich aber eigentlich nur die Blätter. Also, dann brauche ich auch mal das. Dann kann man das nämlich hier auch noch so ein bisschen dazwischen schieben. Kann man dann auch hier so ein bisschen hochbiegen. So. Und da hinten würde mir noch ein Blümchen so ein bisschen fehlen. So. Jetzt hier ein bisschen doof. Ah, ich kann es aber auch so machen. Ich möchte gerne, dass das Blatt da unten noch ein bisschen mitgeklebt wird, weil sonst reißt das sowieso irgendwann ab. Okay. Und hier unten glaube zum Beispiel, dass man dieses Teil hätte vielleicht. Das hier noch so drunter schieben kann. Könnte man ja auch das eine, die eine Blätterseite so ein bisschen noch abschneiden und dann vielleicht hier unten noch das hier. Oh, ist schon ordentlich was los. Aber dafür lasse ich es dann hier ein bisschen reduzierter, aber ich glaube, das ist mir zu viel hier. Das sieht so ein bisschen schöner aus. Da kann ich lieber noch mal von diesen Blättern hier so ein bisschen versuchen unterzubringen, anstatt das ganze Teil. So sieht's. Ich glaube, die Blätter passen da gar nicht so gerade. Das Mäuschen. Und dann kann man ja auch hier noch ein bisschen gleich was setzen. Was habe ich hier noch? Ich habe hier noch ein Blümchen. Ja, so sieht es doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Das heißt, ich kann mir hier schon mal, wir haben ja hier noch ein bisschen auch was, was wir noch verteilen können, auch auf dieser Seite noch. Ich habe mir für dieses Quadrat hier zwei Stempelsets mal rausgesucht. Also entweder auspacken und freuen wäre ganz schön. Aber das Stempelset finde ich auch ganz nett mit hier, weil du so besonders bist. Passt vielleicht aber auch nicht so gut zu gute Besserung. Deswegen vielleicht lieber doch auspacken und freuen. Das geht immer. Wenn man krank ist, dann freut man sich ja, wenn jemand an einen denkt. So, jetzt muss ich einmal, glaube ich, versuchen,
weil ich möchte das ja wiederum gerade drauf stempeln. Oder so. Geht eigentlich auch so. Nee, ich stempel es tatsächlich lieber mal. Ich stempel es gerade, aber es wird dann am Ende schief sein. Finde ich aber gar nicht schlecht, weil das hier schon gerade ist. Und dann nehme ich mir wieder einen Acrylfarbe. Irgendwie hier ein bisschen weiter oben auspacken und freuen. Auspacken und freuen. Das ist doch schön. Und das möchte ich mir mit einer Lage Pads noch hochsetzen. Auspacken und freuen. Das Mäuschen sitzt dann hier so. Genau, und da kann man hier dann auch noch ein bisschen mit Deko arbeiten, weil da, oh, ich habe so einen richtig kleinen Kürbis habe ich nicht mehr. Ich habe nur hier so einen riesigen noch. Aber geht eigentlich. Beziehungsweise der ist ein bisschen kleiner. Vielleicht kann man den hier noch so ein bisschen. Jetzt klebe ich mir aber erstmal das so fest. Das Mäuschen einmal festkleben, beziehungsweise nee, wir kleben erst das hoch, also auch hier wieder von den 3D-Pads. Dann mache ich aber auch noch eins in die Mitte, dann ist es ein bisschen stabiler. Ich hätte allgemein die Pads wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Mitte machen sollen. Dann hätte ich am Rand ein bisschen besser noch die ausgeschnittenen Teile unterschieben können. Aber gut, jetzt ist es so, wie es ist. So, auspacken und freuen. Und das Mäuschen dann. So, das soll schon gerade sitzen. Ich versuche noch immer darauf zu achten, dass die Standteile, die so ein bisschen filigraner sind, auf jeden Fall irgendwie irgendwo ein bisschen kleben, damit die nicht abreißen. Seht ihr das wieder besser wie ich? Ich glaube, so geht das ganz gut. Dann kann ich nämlich hier das Schwänzchen ganz gut ankleben. Ich muss einmal kurz gucken, dass das einigermaßen gerade ist. Auspacken und freuen. Und da kommt noch irgendwas drüber. Da wird auch das kleine Schwänzchen noch ein bisschen überdeckt, dass das so ein bisschen verschwindet. Könnte auch hier anstatt dieses das hier vielleicht noch nehmen. Weil das hier hätte ich gerne lieber hier so mit drauf. Also den hier so ein bisschen. Ich denke, das sieht ein bisschen schöner aus. Und dann vielleicht noch eins von den Blättern hier. Das kann man dann nämlich, wenn man es vielleicht noch ein bisschen abschneidet, dann hier so rein. Das sieht doch schick aus. Ja. Dann kann man auch den Rest, Moment, das Füßlein hier vielleicht noch ein bisschen ankleben.
Federn hier noch mal alles raus. Als erstes muss nämlich der Kürbis geklebt werden. Der kommt hier so hin. Hier. Dann haben wir das Blümchen. Hier so hin. Ich finde das auch so schön, wenn man diese Teile ausgeschnitten hat und die sehen halt einfach so schön aus im Aquarell gezeichnet. Dann hat man einfach super schnell so eine Verpackung auch toll aufgehübscht. Dann der andere Kürbis. Hier so. Okay. Dann haben wir die Blätter, die ich gerne noch hier so ein bisschen weil das Große hier so ein bisschen blöd ist. Das Kleine ist auf jeden Fall ein bisschen gefälliger. So. Die Frage ist, mache ich hier das einfach so noch? Kriege ich das ja noch so drunter? Oder nehme ich hier ein großes und da noch mal ein kleines? Aber das ist auch irgendwie, hier ein kleines ist auch besser. So, ihr müsst jetzt die ganze Zeit meine Selbstgespräche ertragen. Aber so ist es. Also ich schiebe das halt echt auch selber so hin und her. Die Frage ist, hier. Nein, ist zu groß. Aber irgendwie möchte ich da gerne noch etwas hinhaben. Weil das mir. Ich habe hier noch so ein Platteimer ausgeschnitten. Ja, das geht auch. Weil der Kürbis da unten jetzt so rausguckt und das gefällt mir nicht. Deswegen klebe ich da jetzt einmal das kleine Blatt drüber. Ja, das geht. Und das Blümchen. Dann hier oben. Ja, und da ist jetzt die Frage, ob das da noch irgendwie mit dazu kann und ob ich das Blümchen einfach ein bisschen abschneide oder ich kann es hier so drunter schieben. Aber dann sieht man auch nicht mehr so viel von dem weißen Kürbis. Ich kann es aber hier, glaube ich, nicht mehr so oder doch ein bisschen kann ich es noch drunter schieben. Oder hier so. Finde ich vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Das ist hier so ein Schwerpunkt und da dann nur noch das Blümchen und das könnte ich ja auch noch mal höher setzen. Dann ist das hier so. Noch mal ein bisschen drüber, aber ich hätte es gerne. Oh, jetzt diese Teile, die kleben immer direkt bombenfest. Ist ja auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite hat man dann keine Chance mehr, nochmal was hin und her zu schieben. Okay. Das sieht gut aus. Und dann jetzt einmal hier den Kürbis. Dann könnte man vielleicht hier sogar. Ist das dann zu viel? Eigentlich nicht, weil sonst ist es da hinten so leer. Ich lege es einmal an. Außerdem gehöre ich ja eh zu der Kategorie
Mehr ist immer gut. Obwohl manchmal ist es dann auch ein bisschen überladen, aber ich finde, das geht jetzt noch. Hier noch ein bisschen. Also das hier mit dem Kürbis mache ich auf jeden Fall, weil das finde ich so ein bisschen schön so, aber die, ja, so gerade klebe ich den. Das Blümchen dann noch mal ein Ticken höher. Und das ist heute richtig geschichtet hier. Okay, jetzt gucke ich mal. Ja, geht auch, wenn da nichts ist, aber. Ja, hier noch ein Blatt. Das passt da noch hin. Heute ein sehr ruhiges Video, weil ich bin hochkonzentriert gerade und schaue, wie ich das am schönsten arrangieren kann. Aber so finde ich, sieht schon mal nicht schlecht aus. Kann man hier alles immer so ein bisschen hochbiegen. Das da hinten kann ich noch festkleben. Das ist nämlich nur so drunter geschoben. Einmal hier so. Ja, das sieht sehr schön aus. Und dann habe ich schon eigentlich ziemlich viel davon auch verarbeitet. Mir fehlt nur hier hinten noch so ein kleiner. Wisst ihr, was ich meine? Da hinten ist er halt so leer. Wenn ich das hier nur so ein bisschen hier drunter setze, dass das nur das Gestrüpp, also nicht diese riesige Blume, sondern hier. Einfach nur das Gestrüpp hier noch so ein bisschen rausguckt. Dann hat das mehr so diese Linie, weil sonst endet es da. So, das mache ich jetzt auch so. Ich klebe das einfach jetzt hier fest. Das soll ja dann noch hier so ein bisschen vorblitzen. Dass das nicht so leer ist an der Stelle hier hinten. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Dann hier noch. Ihr seht schon, es fällt mir mal wieder schwer aufzuhören, aber das passt auch noch. Es ist halt am Ende. Kennt ihr das? Muss man so ein Gefühl haben, dass es passt und stimmig ist. Und manchmal ist es einfach noch, dass man das eine oder andere nochmal ergänzen muss, damit es dann am Ende wirklich stimmig ist. Aber ich würde sagen, wir sind fast fertig. Jetzt hat es so eine Linie, ne? Jetzt haben wir hier ein bisschen von diesem aquarellartigen, dann das kolorierte Mäuschen und dann hier und hier auch noch mal. Und das Auspacken und Freuen hätte noch ein bisschen mehr drüben sein können, aber gut, ist jetzt so. Wir können ja auch noch ein bisschen mit Enamel Dots vielleicht was machen oder mit Coliro sprenkeln, wollte ich eigentlich eh. Denn es gibt so eine ganz, ganz tolle Herbstfarbe von den Coliros. Ich schaue mal, ob das jetzt fertig ist oder ob ich noch irgendwie. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt. Die restlichen Teile kann ich mir noch aufheben.
Okay. Ich überlege auch gerade, passt irgendwo noch Nylongarn dazwischen? Das ist auch mal sowas, was so schön ist, aber ich glaube nicht. Nee, wir machen mal nur die Kuliro-Sprenkel noch. In der Farbe Golden Orange. Das ist nämlich eine richtig, richtig tolle Farbe. Schauen, ob die hier drin ist. Ja, nee, Indian Summer, nicht Golden Orange. Indian Summer war es. Wobei Golden Orange auch eine ganz tolle Farbe ist. Aber ich nehme das Indian Summer. Das funkelt dann nämlich nochmal richtig. Einmal hier das zur Seite, weil ich brauche ein Post-it. Damit ich die Maus hier so ein bisschen abdecke. Da möchte ich nämlich nicht, dass die mitgesprenkelt wird. Und das gute Besserung eigentlich auch nicht. Schiebe ich mir jetzt hier so ein Post-it einfach drüber. So. Also auspacken und freuen. Das kriegt jetzt hier den restlichen Fitzel. Hochprofessionell, wie ich das hier abdecke. Aber ich habe jetzt keine Lust noch 50 Post-its abzureißen. So, jetzt gehe ich hier einmal in das Indian Summer. Das ist so eine tolle Farbe. Und gebe mir jetzt hier einfach noch ein paar richtig tolle Herbstsprenkel drauf. Auch da unten sein. Jeden Fall hier oben auch ein bisschen. Ich klopfe auch hier ordentlich drauf, dass zwischendrin die Sprenkel auch mal ein bisschen größer werden. Oben noch. Und ich glaube, das passt schon so. Das ist so eine tolle Farbe, wirklich. Ich würde sagen, von den ganzen Colliro-Farben, das sind ja wirklich einige, ist das meine Lieblingsfarbe. Weil wenn die getrocknet ist, also dann ist die so, so toll. Ja, aber jetzt sehe ich, dass ich da, ich werde hier noch mal kurz anlegen, weil mir fehlt hier noch was. Jetzt ist gut, beziehungsweise hier. Okay. So schön. Ganz vorsichtig, das ist ja noch nicht getrocknet, aber schaut mal, seht ihr das? Das funkelt so schön. Mega. So wäre dann die Verpackung fertig. Oh. Aber ich mag auch noch diese Clear Enamel Dots von diesen ganz kleinen hier. Beziehungsweise hier gibt es ja auch dieses Autumn Set, das ist auch so mega schön. Aber ich hätte jetzt gerne hier diese Clear, weil das sieht dann noch mal so ein bisschen aus wie so Regentropfen. Kann auch immer noch mal richtig schick aussehen. Hier und da komme ich immer nicht so gut dran. Das ist jetzt hier so ein ganz kleiner. Komm hier. Auch noch mal ein kleiner. Komm her. Also die kleinen sind immer ein bisschen friemelig tatsächlich, weil die wirklich sehr klein sind. Der war jetzt da hinten echt ein bisschen groß. Oh, jetzt kriege ich das bestimmt nicht mehr ab oder reiße es kaputt.
Ja, die kleben immer so gut. Aber sieht man nicht so. Wenn, da kann man nur da unten noch ein. Das war mir jetzt ein bisschen zu groß. Ich setze hier unten noch mal einen von diesen mittleren. So. Und ist der dann noch? Der ist ein bisschen gefälliger. Dann habe ich hier so in der Mitte nochmal diese Ende mit Dots. So, und jetzt lasse ich es auch, weil die Gefahr ist wieder zu übertreiben, ist wieder groß. Ist ja schon ordentlich was los auf der Verpackung hier. Aber ich finde es richtig süß. Ne? Also, die Colirus ist jetzt noch getrocknet sind, dann schimmert es noch ein bisschen mehr. Aber ja, könnt dann das hier einfach aufmachen. Und habt dann hier euren Seelenwärmer. Und ihr könntet jetzt hier zum Beispiel auch nochmal ein Stück Auflegepapiere reinmachen. Oder könnt ihr hier zum Beispiel einfach eure lieben Worte zur guten Besserung reinschreiben. Oder ihr könnt euch auch eine Karte in dem Format hier reinbasteln. Mache ich vielleicht auch noch. Und dann habt ihr hier ein tolles Geschenk. Hier passt bestimmt auch noch eine ganz Kleinigkeit noch dazu. Vielleicht noch ein Badezusatz oder sowas. Und ja, dann habt ihr ein richtig süßes Geschenk zur guten Besserung, wenn jemand krank ist. Okay, dann war es das schon für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.